Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem kurzfristigen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich heute mal nicht in der Küche, sondern ich bin auf meinem Balkon. Richtig, der Balkon, der voller Sperrmüll ist, oder besser gesagt war. Denn in den letzten Tagen habe ich den Balkon soweit leergeräumt. Das Ergebnis zeige ich euch jetzt. Und das hier ist der Balkon. Frei von Sperrmüll. Nur noch ein bisschen Dreck ist hier. Und ein bisschen Bodenplattenreste. Aber man erkennt wieder, dass es ein Balkon ist. Ein schöner Balkon. Ihr fragt euch sicherlich, wo ist der Sperrmüll abgeblieben? Die Antwort, noch nicht auf dem Sperrmüll. Das wird erst heute im Laufe des Tages gemacht. Sondern die habe ich erstmal zwischengelagert. Und zwar in einen anderen Raum. Und zwar hier. So viel Holzreste. Ich und mein Holz. CD-Ständer, irgendwelche Metalldinger, die ich nicht zuordnen kann, ein Wäscheständer, noch mehr Holz, Teppichreste, noch viel mehr Holz. Und bei diesem Holz auch gut zu erkennen, Reste vom großen Wespennest. Und in den beiden Tüten Bodenplattenreste. Aber das waren nicht die einzigen Bodenplattenreste, die ich eingetütet habe. Jetzt geht es erstmal in einen anderen Raum. In diesen Müllsäcken sind weitere Bodenplattenreste drinne. Ich habe nicht nachgezählt, wie viele Tüten das sind. So, das war's jetzt wieder von meinem Video. Grüße gehen noch raus an Ghost Emilio und Diaz H. Wenn ihr auch mal gegrüßt werden möchtet, schreibt einfach in den Kommentaren ein Hashtag Grüße von Flatti. Dann grüße ich euch vielleicht in meinem nächsten Video. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.